Wenn man dann mal was sieht. Die Brücke, die Freya erwähnte? Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Helheim. Der Brückenwächter, der den Zugang überwacht, zu dem müssen wir. Folge einfach dieser Brücke. Sie müsste uns direkt zu ihm führen. Komm her, mein Freund. Oh, ist was hinter mir. Hey, weißt du, dafür, dass der Kopf hinten an meinem Arsch hängt, ne? Ist ja ziemlich spät. Ach, stimmt ja. Das sind ja diese Klettermaxe. Die machen ekelhafte Geräusche. Lass uns tanzen, mein Freund und Bruder. Oder meine Frau war einfach zu übereifrig und hat ein paar zu viele umgebracht. Der hat die Augen zugekniffen. Es könnte vielleicht daran liegen, weil Kratos in dem Moment gefurzt hat. Fackel, Fackel. Schon immer noch extrem geil aus. Jetzt müssen wir hier eh lang. Es tut mir richtig gut, den Jungen nicht hinten auf dem Rücken zu haben. Ich kann mir diesmal meinen Yoga-Kurs sparen. Guten Tag. Komm her! Oh Mensch, ins Kinder, jetzt weiß ich, warum ich das so gut finde.
Die Killer bei DVD. Noch jemand? Gerade ich schwing die Peitsche. Entschuldigung. Da sieht man mal Hill, die über die sechste Hölle wacht, ist einfach nur eine Fehlbesetzung. Ich glaube, ich muss mal über einen Personalwechsel nachdenken. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher. Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil, der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Du hast was dagegen, dass es Stauf oder Haustür ist. Nun. Vielleicht macht sie ja gerade mal Mittagpause, ne? Das steht ihr hier gesetzlich zu. Nach 2000 Jahren. Nach 15 Minuten Pause. Keine Mittagspause zu machen, die soll ihre Arbeit machen. Wir sind schließlich nicht in Piri-Lager. Oi, Schatz. Man muss seine Mitarbeiter anders behandeln, dann machen sie auch mehr. Ja. Nicht immer die einfache Peitsche nehmen, Schatz. Auch mal die andere Peitsche nehmen, Schatz. Du bist mein, kleine Kiss, du bist mein. Mal etwas positive Motivation. Das hast du gesagt, nicht ich. Alter, jetzt reicht's aber! Komm her, du Pisser! Dieses Valhall, liegt es in Hel? Oh nein, nein. Valhall ist Teil von Asgard. Nur die würdigen Toten gelangen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unehrenhaft sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden. Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Das, was will man von einer erwarten, die ein halb verfaultes Gehirn hat? Sie kann froh sein, dass ich ihr überhaupt Arbeit gegeben habe.
sie nicht ganz so weit unten eingesperrt habe wie ihren Vater. Schatz. Also nee. Meine Frau macht sogar Sozialarbeit. Wer hätte das gedacht? Also, ihr seid nicht die besten Freunde. Naja, naja. Eieiei. Komm da nicht hin. Ist ja verständlich, dass die Leute deinen Job haben wollen, Schatz. Ja, weil du bist. Jeder will diese Arbeit dann haben anschließend. Oh, wie war das? Irgendwas musste ich doch, glaube ich, umschubsen, oder? Sieh da, der Stein ist hier fallen. Zick. Ja, hoch da. Der Job ist aber nicht zu vergeben. Wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Also jeder kann den Job haben, außer sie, ja? Nicht jeder? Naja, schon gar nicht an sie. Was hat sie dir denn getan? Ist nicht jeder Gott irgendwie? Naja, andere würden das so betrachten. Ja, ich nehme ja, das sind wieder die Stellen, wo ich dann den Jungen endlich mal brauche. Wenn er denn mal nützlich sein kann, ist er nicht da. Es ist furchtbar. Hallo, hell. Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Ich stelle mir gerade Tierark vor, wie er versucht, so einen Streit hinzukriegen. Sag mal, was ist denn dann auch mal los? Moment mal. Naja, meine Cam. Sagt mir nicht, dass das schon die ganze Zeit so ist. Boah, das ist, glaube ich, der Hintergrund im Spiel. Zack. Ja? Was? Übel! Hm. Wenn ich jetzt hier so hingehe, ne? Oh. Das ist nicht so stark. Hier? Das ist wieder stark, krass. Tante Funkel. Ja, ich bin Funkelmariechen. Bleib mir mit dem Glitzerspray weg. Vor allem, wenn ich es am Sack habe. Hätte ich nicht irgendwie mal was sagen müssen? Nein, anscheinend nicht. Ach, stimmt ja, der kann ja teleporten. Guck mal, ich kann noch einen Trick. Mensch, trifft ihn dort noch nicht mal. Mist.
Da schon. Bist du eben nur Feigling? Nächster. Don't touch my body. Oh Mann, schon mal was von Pfefferminz gehört? Ach, hör auf an mir rumzulutschen. Darf nur meine Frau. Oho. Explosivdinger wieder. Boah, wie ich die Dinger hasse, ey. Lal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 a. Dann nochmal weggekommen. Du bist so ein Feigling. Ach, lasst mich mal durch. Bis zu eurem vermeintlichen Chef da hinten. Der ist nämlich jetzt schon im Arsch. Das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen.
Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Kratos. Zeus. Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Wie kann er hier sein? Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Die Chaosflamme! Dann machst du mal gut Hel, ne? Ich bin dann mal weg. Schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier, jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Ich glaube, das würde er nicht machen, das mit dem Klauen. Von Hel. Ja, 10 Sekunden. Klingen auf die Windfalle. Das ist die Verlies. Nur jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Und dich lasse ich hier. Hier ist es kalt genug, um einem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Machen wir mal die Türchen auf. Ihr Toten, ihr könnt wieder durch. Schreitet durch. Klatsch! Matsch! Ja, Rage Mode wieder voll. Kratos kann wieder alles machen. Aber mit dem Jungen müssen wir definitiv dann hierher. Also auch mal die Kälte spüren. Stechen da alle auf einmal auf einen ein. Ist ja unfassbar hier. Was für ein Saftladen. Die bewirtschaftet dann auch noch meine Frau. Tja. Ja. Jetzt kommt sie mit zur Urlaub. Komm, finde diese Urlaubsfloskel. Und ich das von da? Nee, kann ich gar nicht so machen. Aber von dort.
ist eine Kiste mit meinem Namen drauf. Eine neue Kiste für mich. Ja, hin und wieder können deine Angestellten was. Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Auch irgendwie blöd, dass die Angestellten hier andauernd die Schlüssel rumliegen lassen, oder?